Zwei Dinge haben alle diese Aktien gemeinsam. Und zwar habe ich alle davon im Depot und alle sind mehr oder weniger am 10-Jahrestief vom Chartverlauf. Jetzt war Earnings Season und ich werde euch jetzt aus meiner Sicht das Wichtigste pro Aktie zeigen und auch je Aktie sagen, warum ich sie im Depot habe und was mein Kursziel ist. Los geht's! Herzlich willkommen bei Value Investing 2050. Fangen wir an mit Alibaba. Mein Kursziel, wenn wir jetzt mal von der US-Aktie ausgehen, sind ungefähr 150 bis $200 in nächster Zeit. Nächste Zeit sind vielleicht 1 bis 2 Jahre. Das wäre zumindest für mich ein fairer Wert. Alibaba hat natürlich das Problem, dass es eine chinesische Aktie ist. Aktuell die Market Cap beträgt 250 Milliarden US-Dollar ungefähr. Wir hatten hier im Jahr 2021 damit einen Free Cashflow von über 10%. Auch im Jahr 2023, Geschäftsjahr endet im März, ungefähr ein Free Cashflow von schon 10%. Und jetzt die Quartalszahlen von Alibaba, die sind gewachsen. Ihr seht hier oben rechts immer den 10-Jahres-Chart. Und auch hier sehen wir sind zwar 66% über dem Tief und 70% unter dem High. Wenn wir das aber hier mal im Chart sehen, dann ist es schon so, dass die Aktie mehr oder weniger am 10-Jahrestief ist. Und wir schauen jetzt hier direkt rein, was die Highlights sind im Quartalsbericht, veröffentlicht am 10. August. Wirklich gute Zahlen, die Erwartungen geschlagen, der Umsatz 14% höher als im Vorjahr, die Earnings per Share 56% höher. Sie haben es auch geschafft, die Kosten teilweise zu reduzieren, zum Beispiel Cost of Revenue von 62% auf 61% im Vorjahresvergleich. Und sie haben es auch hier geschafft, Product Development Expenses runterzufahren. Das kann man natürlich immer bewusst machen, dann wird halt wenig dort in die Entwicklung gesteckt. Insgesamt, da jetzt auch die IPOs hier anstehen, haben sie sich wahrscheinlich jetzt hier nochmal besonders viel Mühe gegeben. Wir haben 250 Milliarden Market Cap, wir haben einen Free Cashflow in US-Dollar von 5,3 Milliarden in einem Quartal. Wenn wir das hochrechnen und mal Sondereffekte von Weihnachtsgeschäft und alles andere rauslassen, würden wir bei ungefähr 20 Milliarden pro Jahr Free Cashflow kommen. Das wären 8% zur Market Cap. Das ist wirklich gut, vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass das Unternehmen weiter wächst. Also hier wirklich gute Zahlen. Was war hier noch? Sie haben 57 Milliarden Cash, US-Dollar Cash, das heißt, die sind auch bereit für weitere Investitionen. Schauen wir mal in die einzelnen Bereiche. Alibaba International Digital Commerce Group, beziehungsweise, nee, wir fangen natürlich hier an, bei Taobao und Tmall, das ist das, was als Alibaba übrig bleiben wird, nachdem die anderen Geschäftsbereiche dann abgespalten wurden. Und dort haben wir ein Umsatzwachstum von 12%. Das ist auch der Hauptumsatz- und Gewinnträger. International ist der Gewinn um 41% gewachsen. Local Service Group, Umsatz um 30% gewachsen. Smart Logistics, Umsatz um 34% gewachsen. Und erstmalig hier, nee, nicht erstmalig, aber im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, zumindest das EBDA positiv. Auch starker EBDA-Anstieg im Bereich Cloud, auch ein wichtiges Wachstumsfeld. Digital Media und Entertainment, dort jetzt auch ein positives EBDA. Und damit haben wir hier 14% Umsatzwachstum insgesamt und auch über die Geschäftsbereiche hinweg. Also wirklich positiv die Ergebnisse bei Alibaba, so schätze ich sie ein. Hier können wir das nochmal sehen, also Gesamtumsatz sind 234 Milliarden und 115 Milliarden davon sind Taobao und Tmall und das ist das, was wahrscheinlich übrig bleibt. Das heißt, 50% des Umsatzes bleiben wahrscheinlich, nachdem die anderen Geschäftsbereiche dann abgespalten wurden. Wie das genau funktionieren wird, gibt es da eine Bardividende, werden Aktien eingebucht, ist alles noch nicht klar, soll aber ja schon dieses Jahr starten. Kommen wir zu AMC Networks, eine amerikanische Aktie. Die machen Streamingdienst, die machen normales Fernsehen, haben Fernsehsender und produzieren zum Beispiel The Walking Dead und die ganzen ähnlichen Walking Dead und so weiter Sachen, die es da gibt. Schaut mal hier auf den Chart, wir sind 18% über dem Tief und 85% unterhalb vom Low. Aus meiner Sicht eine sehr interessante Aktie. Eigentlich Bereich niedriges KGV, im Moment aber hier zuletzt Verlust. Und wir können aber sehen, normalerweise machen sie hier so einen Jahresgewinn im Durchschnitt von 250, 300 Millionen. Sie haben jetzt eine Market Cap von 500 Millionen. Das heißt, und das werden wir jetzt uns mal angucken hier beim Schiller KGV, das liegt wahrscheinlich bei 2 oder 3.
Genau, Schiller KGV liegt also bei 2,11 und das ist wirklich eine interessante Aktie. Natürlich haben sie Schulden. Schauen wir mal hier auf den Free Cash Flow. Der ist stark gesunken, war aber zum Beispiel trotzdem im letzten Geschäftsjahr bei 138 Millionen, sind trotzdem ungefähr 20% zur jetzigen Market Cap. Also super Turnaround-Chance, sehr interessant hier aus meiner Chance. Wenn es hier einen Managementwechsel gibt, wenn es hier einen aktiven Investor gibt, wenn die vielleicht jemand kauft, ich meine, das ist ein günstiger Preis, man muss die Schulden mitkaufen. Aber will ja nicht zu viel sagen. Zum Thema Kursziel denke ich, Guru Focus ist gut unterwegs, 34 Dollar. Das heißt, es wäre eine Verdreifachung des Kurses, dann hätte man Schiller KGV von 6, was immer noch günstig ist. So hier ungefähr das zu AMC Networks. Und auch da schauen wir jetzt hier rein, was sie veröffentlicht haben. Also nochmal Market Cap 600 Millionen, Walking Dead, Dead City, da gibt es jetzt ja Haufen Ableger, was sie ungefähr produzieren. AMC, BBC, America, hier gibt es verschiedene Sender, die dort in den USA erhältlich sind. Und sie haben einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr, weniger Werbegeschäft. Sie haben Diluted EPS von 1,60 Dollar, wir haben Aktienkurs von ungefähr 13 Dollar, das sind Quartalszahlen, und Adjusted Earnings per Share von 2 Dollar. Das heißt, sie haben jetzt hier gut reported und haben in den letzten 3 Monaten Free Cash Flow hier von 147 Millionen. Das ist ein Viertel der Market Cap in einem Quartal. Das heißt, wenn sie das in 4 Quartalen machen, dann haben sie die komplette Market Cap als Free Cash Flow gemacht. Das heißt, das Problem hier an sich ist ein bisschen die Schulden, nicht das Riesenproblem. Eher jetzt der Wechsel in der Branche, der Umsatzrückgang. Größten Umsatzanteil machen sie mit Domestic Operations in den USA, was natürlich nicht schlecht ist. Das heißt, wir haben jetzt hier die Rechtssicherheit der USA und nicht wie zum Beispiel bei Alibaba China. Subscription Revenue ist um 4% zurückgegangen, vor allen Dingen natürlich die Linear Subscribers, das sind also die, die normales TV-Anschluss zu Hause haben. Streaming Subscribers sind um 6% gewachsen zu 11 Millionen, die haben also auch mit, ich glaube, das heißt AMC Plus oder so, einen Streaming-Dienst, und generell die Werbeeinnahmen sind zurückgegangen. Mehr gibt es hier nicht zu sagen bei AMC Networks. Kommen wir zu Fresenius, sind jetzt wieder bei 30 Euro, deutsches Unternehmen. 50% über dem Low. Das Low war hier ungefähr bei 20 Euro. Haben wenige gekauft oder hatten wenige die Chance dazu. 62% unterm High. Aber ihr seht schon am 10-Jahres-Chart auch hier kursmäßig nach unten geprügelt. Das ist für mich auch eine klassische niedrige KGV-Aktie. Wobei, die haben jetzt ein KGV von ungefähr 13 bzw. 12, sehen wir gleich im Bericht. Die Umsätze steigen über die Jahre, gleichzeitig steigen auch die Schulden. Da sind nun zum Beispiel Zukäufe dabei. Wir haben kein echtes Gewinnwachstum. Das heißt, zuletzt hier bestes Jahr war 2019 vor Corona mit 1,9 Milliarden. Market Cap sind 17 Milliarden. Damit hätte man ein KGV leicht von unter 10. Wenn wir auf den Free Cashflow schauen, der war zum Beispiel 2020 extrem gut mit 3 Milliarden. Seitdem sinkt er wieder leicht. Es gibt eine leichte Verwässerung, hier gab es einmal Aktienrückkäufe. Also auf den Blick finde ich die zum Beispiel nicht so attraktiv, muss ich ehrlich sagen, wie AMC Networks, die wir gerade gesehen haben. Dafür ein solideres Geschäft, das ist natürlich die andere Seite, denn sie machen trotzdem Gewinn. Mein Kursziel hier bei Fresenius ist nicht so hoch. Ich denke, Guru Focus mit so 41 Euro ist hier so gar nicht so schlecht. Das würde ich auch so sehen. Und was haben Sie jetzt so reported? Gibt es nicht viel zu sagen. Im ersten Halbjahr ein Konzernergebnis von 764 Millionen. Sie haben 17 Milliarden Market Cap. Verdoppeln wir das Halbjahresergebnis, wären es 1,5 Milliarden Euro Gewinn. Das wäre ein KGV von 12. Vielleicht kommen Sie ungefähr dort raus, jetzt im Geschäftsjahr 2023. Interessant ist hier noch der Free Cash Flow. Da sieht es jetzt so aus, dass sie in den letzten 12 Monaten 2,7 Milliarden Free Cashflow gemacht haben. Das sind deutlich über 10%, sogar wahrscheinlich über 15% zur Market Cap. Das sieht also gut aus. Allerdings jetzt zum Beispiel im Q2 2023 haben sie mehr als den verfügbaren Free Cashflow als Dividende ausgeschüttet. Das ist natürlich auch noch ein Punkt, der hier für die Aktie spricht. Können wir uns mal hier die Dividende kurz anschauen. Es gibt immerhin 3%. Und wenn wir hier historisch sehen, dann sind das auch zumindest für Fresenius historisch hohe Dividendenwerte. Wer hier mal für 20 Euro gekauft hat, der hat zu einer Dividendenrendite von fast 4% gekauft. Fresenius besteht ja aus mehreren auch Geschäftsbereichen und die haben ja Anteile an Fresenius Medical Care, ein eigenes Aktienunternehmen, was ihr auch als Einzelaktie kaufen könnt. Beim Free Cashflow können wir zum Beispiel sehen, Fresenius exklusive Fresenius Medical Care hat hier
fast gar keinen Free Cash Flow. Das heißt, hier wird ein Großteil über Fresenius Medical Care erwirtschaftet, zumindest im Q2 2023. Schauen wir auf die letzten 12 Monate, sieht es ein bisschen anders aus. Da macht Fresenius ohne Fresenius Medical Care immerhin 1 Milliarde Free Cash Flow, 2,7 Milliarden sind es dann kombiniert. Das heißt, wer sich hier dafür interessiert, der stellt sich immer dann die Frage, Fresenius Medical Care kaufen oder Fresenius. Ich habe mich damals hier für Fresenius entschieden. Nächster Turnaround-Kandidat, Hennes Brands. Die machen einfache Unterwäsche, T-Shirts, kann man in Walmart kaufen in den USA. Zu denen gehört aber auch zum Beispiel die Modemarke Champion. Und Hennes Brands ist eigentlich auch niedriges KGV wie AMC Networks, aber jetzt im Moment so ein bisschen Turnaround im Turnaround-Bereich, weil sie eben auch Verlust machen. Sie sind 44% über dem Tief und 84% über dem High. Das heißt, hier gab es mal Kurse, und das ist nicht so lange her, 2015, von über 30 $. Jetzt gibt es die für unter 6 US-Dollar. Es gibt hier positive Nachrichten, und da kommen wir gleich dazu. Hier nochmal kurz der Überblick. Also seit 2020 läuft es hier nicht wirklich gut. Sie haben auch relativ viele Schulden, haben hier mal ein paar Aktienrückkäufe gemacht. Es ist aber schon ein bisschen länger her. Free Cashflow war im letzten Geschäftsjahr negativ, aber zum Beispiel 2021 hatten wir einen Free Cashflow von über 500 Millionen. Die haben jetzt eine Market Cap von 2 Milliarden. Und was sind aus meiner Sicht die guten Nachrichten? Es gibt einen aktivistischen Investor, die Barrington Capital Group. Es ist nicht veröffentlicht, wie viel Prozent die haben. Wenn sie unter dem Schwellwert liegen, haben sie unter 3 oder unter 5%. Und die haben jetzt einen Brief geschrieben an Hennes Brands und gesagt: Okay, ihr müsst Kosten reduzieren, ihr müsst SG&A-Kosten reduzieren, ihr müsst Schulden reduzieren. Das ist für mich ein sehr gutes Signal, dass es hier einen aktiven Investor gibt. Übrigens, bei Seeking Alpha gibt es jetzt auch hier einen Artikel: Decline in Process mit Sell geratet. Natürlich gibt es hier verschiedene Meinungen zu Hennes Brands, nur mal dazu. Und die haben jetzt sogar hier geantwortet auf den Brief. Wobei, ehrlich gesagt, ihr könnt schon sehen, die Antwort ist relativ kurz. Das hier ist nur ein Statement. Eigentlich ist das der Text, wo sie nochmal sagen: Die Board of Directors und das Management Team sind committed to moving the company forward with clear priority to deliver sustainable value creation for shareholders. Das liest sich nicht schlecht, hätte ich auch schreiben können. Naja, gut, muss man mal sehen, wie sie sich jetzt hier weiterentwickeln. Aber wir können mal sehen, was sie wirklich gemacht haben, denn hier zählen nur Fakten. Und da schauen wir uns mal an, was sie hier im Q2 gemacht haben. Also, wir haben 2 Milliarden Market Cap. Der CEO schreibt, dass sie hier Inventory reduziert haben und mehr Schulden zurückgezahlt als erwartet. Das ist nicht schlecht. Inventories schauen wir uns dann gleich nochmal genau an. Das Inventory ist gesunken, 12% year over year. Das ist nicht schlecht, aber das ist natürlich jetzt nicht wirklich aus meiner Sicht ein Riesenfortschritt. Also, wenn ich den Fokus habe, Inventory zu reduzieren, finde ich 12% bei so einem Mode- oder Bekleidungsbusiness ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Wird schon langsam dunkel draußen, machen wir mal das Licht an. Okay, was haben wir hier noch? Activewear. Zu Activewear gehört unter anderem Champion. Lustigerweise, wenn ich irgendwo im Urlaub bin oder unterwegs, dann gucke ich immer im Laden: Gibt es Rabatt? Wie viel kostet das? Wo hängt das im Vergleich zu Adidas, Nike und so? Aus meiner Sicht eine interessante Marke, die aus meiner Sicht ein gutes Image hat, aber nicht wirklich gepusht wird. Es bräuchte vielleicht mal Flagship-Stores, wie bei Nike, wie bei Adidas. Es bräuchte mal irgendwelche Markenträger. Vielleicht müssen die mal einen Fußballverein sponsern oder einen Leichtathletik-Typen, irgendwas. Und wenn sie das tun, ich weiß es nicht, also es ist zumindest nicht bis zu mir vorgedrungen und damit auch nicht sehr erfolgreich. So, also dort ist Riesenpotenzial drin, und da sollten sie mal ansetzen, zumindest aus meiner Sicht. Okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also hier Net Sales gesunken, wenn wir uns das erste Halbjahr angucken, minus 8,5% zum Vorjahr. Der Gross Profit, Bruttoumsatz, ist aber um 19% gesunken. Und zwar, weil die Costs of Sales nicht gleichermaßen gesenkt werden konnten, wie der Umsatz gesunken ist. Oder man kann das auch anders formulieren: Costs of Sales sind eigentlich gestiegen. Wenn das gegen den sinkenden Umsatz läuft, dann sinken sie langsamer, und dann habe ich das Problem, dass hier mein Bruttoumsatz schlechter ist. Auch was hier der Aktivinvestor kritisiert: Selling, General Administrative Expenses, also quasi die ganzen Overhead-Kosten, alle Leute, die im Büro sitzen, so ungefähr.
dort auch zu wenig reduziert, nur 4% die Kosten senken können bei 8% weniger Umsatz. Natürlich ist das nicht 1:1 umsatzbezogen, aber da ist auch das, wo der Aktivinvestor sagt, da müsst ihr ran, da muss was passieren. Ansonsten haben sie relativ viel Interest bezahlt, habe ich jetzt nicht gesehen, 133 Millionen, nicht geschaut, warum. Im Vorjahresvergleich waren es 65 Millionen, aber das würde ich jetzt nicht sagen, dass sie jetzt einfach das Doppelte bezahlen, denn sie haben ja auch langfristige Schulden und da sind ja die Zinssätze festgeschrieben, vielleicht haben sie auch Variable. Das wäre nochmal ein Punkt, wo man nochmal reingucken müsste. Am Ende Net Income im Vorjahresvergleich 210 Millionen Gewinn, nicht schlecht, sehr gut. Jetzt 57 Millionen Verlust, das ist schlecht, aber wir sind hier im Turnaround-Bereich, die Karten sind auf dem Tisch, es gibt einen aktiven Investor, das ist hier keine Riesenkatastrophe, dieses Finanzergebnis, aber es kann natürlich jetzt nicht ewig so weitergehen und hier muss jetzt was getan werden. Schauen wir mal auf die Inventories, diese 12%, die sie gesagt haben, also sie hatten zumindest zum Jahreswechsel fast 2 Milliarden Inventory, jetzt haben sie noch 1,836 Milliarden, naja, von daher immer noch hoch, gut, das ist schwer einzuschätzen, aber sie haben es nicht extrem krass reduziert. Langfristige Schulden sind leicht runtergegangen, aber mit 3,5 Milliarden immer noch hoch. Okay, die Inventories haben natürlich dann hier, oder der Abbau der Inventories hat einen positiven Einfluss hier in der Cashflow-Rechnung. Das heißt, Net Cash from Operating Activities ist im ersten Halbjahr positiv mit 132 Millionen, war im Vorjahresvergleich stark negativ, dafür war der Gewinn positiv. Deswegen muss man sich natürlich immer beides anschauen. Am Ende für mich interessanter der Free Cashflow. Wenn wir jetzt CapEx abziehen, haben wir ungefähr 100 Millionen Free Cashflow im ersten Halbjahr. Wenn wir das jetzt verdoppeln, sind es dann 200 Millionen bei einer Market Cap von 2 Milliarden. Muss ich nochmal kurz schauen. Genau, das heißt, wir hätten hier in einer schlechten Zeit jetzt trotzdem Free Cashflow von 10%, muss man aber sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also Hennes Brands hier von der niedrigen KGV-Aktie zum Turnaround geworden. Das passiert sogar relativ häufig. Hier ist Geduld gefragt, aber ich bin optimistisch, dass es hier fürs Unternehmen und für die Aktie wieder nach oben geht. Kommen wir zur Lincoln National Corporation. Die sind einerseits Versicherungen, machen aber auch Altersvorsorge, sind in so einem Geschäftsbereich unterwegs, also ein bisschen wie Banken, das heißt Bilanzen und solche Sachen sind hier schwierig. Schauen wir auf die letzten 10 Jahre, eigentlich immer Gewinn gemacht. Vielleicht ein normaler Gewinn so von 1,5 bis 2 Milliarden. Sie haben jetzt eine Market Cap von 5 Milliarden. Schauen wir auf den Kurs, zwar wieder 57% über dem All-Time Low, aber auch 69% über dem All-Time High. Ihr seht hier schon den Chart. Hier wäre mein Kursziel ungefähr bei 40 bis 60 Dollar. Sagen wir einfach mal 50 Dollar, was jetzt fast noch eine Verdopplung wäre. Die haben auch ein Problem, nämlich die haben relativ geringes Eigenkapital, was im Worst Case sogar droht, negativ zu werden. Sieht jetzt im Moment nicht danach aus, kann aber passieren. Sie haben nämlich im letzten Geschäftsjahr 2,2 Milliarden abschreiben müssen, dafür aber im gleichen Geschäftsjahr 4 Milliarden Free Cashflow gemacht. Also hier gibt es Licht und Schatten. Es gibt starke Aktienrückkäufe, was wirklich sehr schön ist. Das heißt, wir hatten hier 2011 zum Beispiel 291 Millionen Aktien. Jetzt noch 169 Millionen, fast halbiert. Lincoln National auch hier ein Turnaround-Kandidat, wie eigentlich alle Aktien, die ich euch hier in dem Video zeige. Denn wir sind hier am 10-Jahrestief. Wenn ihr mich übrigens unterstützen wollt, wenn euch das gefällt, abonniert gern den Kanal. Ihr könnt Kanalmitglied werden, schaut mal in die Videobeschreibung, dort gibt es ein paar neue Links, vielleicht ist für euch was dabei. Und dann schauen wir jetzt hier in die Ergebnisse von Lincoln National in den 10Q-Bericht. Und da schauen wir hier erstmal in die Bilanz. Aber wie schon gesagt, das hier ist eine Versicherung, ist eine Bank. Das heißt, es ist hier schwer, das zu analysieren. Ich kann das nicht analysieren, traue ich mir nicht zu. Trotzdem habe ich die Aktie und das ist für mich auch in Ordnung. Das kann aber auch jeder anders sehen. Total Stockholders Equity liegt jetzt hier bei 5,8 Milliarden und zwar zum 30. Juni 2023 sogar leicht höher als im Vergleichszeitraum. Aber sie haben eben eine gesamte Bilanzsumme von 348 Milliarden. Das heißt, wenn es hier irgendwelche Abwertungen oder Wertberichtigungen gibt, kann das Eigenkapital schnell negativ werden. Und was wir jetzt hier sehen, eigentlich sieht das dramatisch aus. Wir haben nämlich Total Revenues, die hier im ersten Halbjahr vom Vorjahr von 10 Milliarden auf 6,7 Milliarden gesunken sind.
Auch wenn wir das im Quartal im Vergleich ansehen, sind die stark gesunken. Total Expenses sind gleich geblieben. Damit ist auch hier das Net Income im ersten Halbjahr negativ mit 408 Millionen Verlust. Anderes Bild dafür im Quartal mit 502 Millionen positiv. Das heißt, sie hatten ein sehr schlechtes erstes Quartal und jetzt wieder ein recht gutes zweites Quartal. Sie haben, wie gesagt, eine Market Cap von ungefähr 4,5 Milliarden, machen jetzt im Quartal 500 Millionen Gewinn. Das sieht also wirklich gut aus. Und was wir aber auch sehen müssen, wenn wir uns nochmal das Eigenkapital anschauen, vor einem Jahr, zum Halbjahr 2022 lag es bei 9 Milliarden, jetzt sind wir bei 6 Milliarden. Also hier das Eigenkapital ist ein bisschen das Problem. Und schauen wir auf den Free Cashflow, der im Vorjahresvergleich sehr gut war. Von Operating Activities waren es 2,3 Milliarden, das ist die halbe Market Cap. Jetzt sind wir hier leicht negativ mit 252 Millionen. Also das ist eine Aktie, die ich gekauft habe aufgrund des Outside Views, weil ich gesagt habe, okay, die sind hier am 10-Jahrestief, die haben die letzten 10 Jahre relativ konstant Gewinn gemacht, der Umsatz ist gestiegen und sie zahlen natürlich noch eine schöne Dividende und das versüßt einen hier ein bisschen die Wartezeit. Die kann natürlich immer gekürzt werden, aber wir haben jetzt fast 7% Dividende, die quartalsweise gezahlt wird als US-Dividende. Also das ist doch wirklich interessant und nicht schlecht aus meiner Sicht. Natürlich ist hier Risiko dabei, wenn es zu einer Finanzkrise kommt, wenn die Weltwirtschaft einbricht, wenn die Leute Geld abziehen, wenn das Eigenkapital negativ wird. Aber wo gibt es keine Risiken? Die muss jeder für sich selbst betrachten. Kommen wir zur vorletzten Aktie. Hausbauer aus Großbritannien, Persimmon, die haben ein Asset, also quasi ein Pluspunkt auf ihrer Seite, der fast unschlagbar ist, denn sie haben so gut wie keine Schulden. Sehen wir dann nochmal in der Bilanz. Ihr seht hier keine langfristigen Schulden. Sie haben Cash und die Hausbauer haben es jetzt sehr schwer. Wir sehen das ja bei Helmer Eigenheimbau zum Beispiel. Auch extrem runtergeprügelt im Kurs, schlechte Ergebnisse, mussten mit Banken reden, dies und das. Bei Persimmon sieht es nicht schlecht aus. Schauen wir mal im letzten Jahr zum Beispiel 645 Millionen Gewinn. Sie haben eine Market Cap von 4,2 Milliarden Euro. Wissen wir am Euro-Chart, haben damit jetzt ein KGV von 11 und wir suchen uns mal noch das Schiller-KGV. Das Schiller-KGV liegt bei 4,9. Also hier ist wirklich noch Luft nach oben vom Kurs. Wir sind nur 15% über dem All-Time-Low und 67% über dem All-Time-High. Mein Kursziel hier wären ungefähr 25 Euro, das heißt fast eine Kursverdopplung. Auch hier schauen wir mal, was sie berichtet haben. Trotz, dass es im ersten Halbjahr natürlich auch in Großbritannien nicht gut lief für Hausbauer und für Hausentwickler, der Operating Profit war trotzdem positiv, 65% unterm Vorjahresvergleich, aber trotzdem noch mit 152 Millionen Pfund positiv. Und wenn wir die Brücke hier sehen, dann sehen wir, dass Volume Decrease hier den größten Anteil ausmacht, warum der Profit gesunken ist. Das heißt, sie haben hier einfach weniger Geschäft machen können. Und wir sehen auch, sie haben 36% weniger Legal Completions machen können, obwohl der Average Selling Price um 4% gestiegen ist. Das heißt, die Preise sind nicht wirklich gesunken. Das ist auch das, was wir auf dem deutschen Immobilienmarkt sehen. Die sind nicht wirklich gesunken, aber das Volumen sinkt wahrscheinlich, weil die Leute eben jetzt mehr Zinsen zahlen müssen, sich viele Sachen nicht mehr leisten können. Interessante Entwicklung. Das heißt, es wird weniger neu gebaut oder gekauft, aber die Preise gehen deswegen im Moment erstmal nicht stark nach unten. Das sehen wir hier auch bei Persimmon. Hier sehen wir nochmal Reported Pre-Tax Profit 151 Millionen. Also das operative Ergebnis ist hier eigentlich auch gleichzeitig das Gesamtergebnis. Und wie schon gesehen, das war besser im Vergleichszeitraum. Wenn wir auf den Cashflow schauen, dann sehen wir, dass der operativ hier negativ ist mit 263 Millionen Pfund. Das liegt vor allen Dingen da am Increase in WIP, Work in Process. Wahrscheinlich eben, weil sie da jetzt quasi, sag mal einfach mal, mehr Inventory haben, was sie nicht veräußern können. Und das ist erstmal negativ hier fürs Cash. Cashflow before Dividends minus 305 Millionen Pfund. Und trotzdem haben sie jetzt hier eine Dividende gezahlt von 192 Millionen Pfund oder zahlen die. Das zeugt natürlich auch von Selbstbewusstsein. Hier können wir das nochmal sehen. Cashflow generated from Operations geht hier also
nach unten. Das ist das, was jetzt viele in der Branche trifft. Und wir sehen auch Mortgage Approvals, das sind also quasi die Kreditgenehmigungen für einen Hausbau oder Hauskauf. Da sind wir hier noch unter dem Durchschnittsniveau. Das ist auch stark gesunken zu Corona, dann stark gestiegen. Seitdem ging es nach unten. Jetzt geht es wieder leicht nach oben. Wenn es sich hier weiter nach oben entwickelt, wäre das natürlich positiv für Persimmon. Hier im Bericht, also nicht in der Präsentation zu Persimmon, können wir nochmal sehen, sie haben ein Income im ersten Halbjahr von 102 Millionen, haben die Market Cap von 4,2 Milliarden. Also im Moment nicht sehr profitabel, aber hier ist es gut, wenn man überhaupt eine schwarze Null schreiben kann. Sie haben extrem hohe Inventories von 3,7 Milliarden, haben Schulden insgesamt, Total Liabilities von nur 1,3 Milliarden und ein Eigenkapital von 3,4 Milliarden. Das heißt, selbst wenn es jetzt hier finanziell noch sehr turbulent wird und die Umsätze weiter einbrechen, dann ist hier Persimmon trotzdem aus meiner Sicht bilanziell wirklich gut aufgestellt, um dort auch durch den Sturm zu kommen. Kommen wir zu Viatris, auch ein kleines Sorgenkind, zumindest wenn man auf den Chart schaut. Sie haben jetzt ein KGV von ungefähr 7, haben eine Market Cap von 17 Milliarden. Die historischen Zahlen kann man hier nicht ganz verwenden, weil sie ja ein Zusammenschluss sind erst seit 2 oder 3 Jahren. Das heißt, das sind ja alte Zahlen vom Vorgänger. Was wir aber wissen und was wir sehen können, sie reduzieren die Schulden. Sie sind aus meiner Sicht eine starke Cashmaschine. Und interessant ist hier, wie sich die Umsätze entwickeln. Sie zahlen ungefähr 4,5% Dividende und haben hier zuletzt seit dem Zusammenschluss einen jährlichen Free Cashflow von 2,5 Milliarden, also fast 20% zur Market Cap. Schauen wir nochmal kurz auf die Dividende. Die liegt im Moment bei 4,23%. Es wird hier Quartalsdividende gezahlt. Reportet wurde am 7. August und da schauen wir auch mal hier rein. Also wir haben die 14 Milliarden Market Cap, was erstmal okay ist, dass sie jetzt hier im Quartal ungefähr 450 Millionen Free Cashflow gemacht haben. Das ist aber weniger, als sie hier sonst machen. Wenn wir das mit 4 hochrechnen, kommen wir, also über die 4 Quartale, kommen wir ungefähr auf 2 Milliarden. Sie haben aber als Ziel, sehen wir dann ungefähr 2,5 Milliarden. Was sie aber gemacht haben, sie haben in Q2 181 Millionen Schulden zurückgezahlt und bisher im ersten Halbjahr 2023 schon 727 Millionen. Also das ist hier der Fokus, sowohl Dividende zahlen als auch Schulden zurückzahlen. Sie haben so einen guten Free Cashflow, dass sie sich das leisten können. Net Sales ist um 3% gesunken. Wenn Sie das rausrechnen, die Biosimilars, die Sie verkaufen oder beziehungsweise dabei sind, ist hier nach eigenen Angaben der Net Sales um 1% gestiegen. Ich zeige euch dann jetzt hier auch gleich mal noch, was mir stört an Viatris, obwohl ich sie im Portfolio habe, wie alle anderen Aktien, die wir jetzt gesehen haben. Adjusted Net Earnings im Quartalsvorjahresvergleich minus 15%, Free Cashflow minus 38%. Das waren im Vorjahresquartal noch 719 Millionen, jetzt unter 500 Millionen, deswegen jetzt hier war der Free Cashflow nicht so gut. Schauen wir mal auf die Halbjahre. 1,34 Milliarden Free Cashflow im ersten Halbjahr 23. Das sieht schon sehr gut aus. War aber im letzten Jahr ein bisschen besser. 24% weniger. Interessant hier zu sehen, Net Sales, also Währungsumrechnung, haben hier 92 Millionen am Ende gekostet. Umsatz. Reduzierung gesunkener Umsatz, genauso 76 Millionen durch Existing Base Business Erosion, das heißt eigentlich am Ende nur das bisherige Geschäft, dort Umsatzrückgänge, aber sie haben es geschafft, durch neue Produkte 124 Millionen dazuzunehmen. Was hier wichtig ist, wenn wir die Währungseffekte, wofür sie ja wirklich nichts können, das kann auch in die andere Richtung laufen, rausrechnen, dann ist hier wirklich zu sehen, es gibt sogar ein leichtes Umsatzwachstum, was hier wirklich aus meiner Sicht positiv zu bewerten ist. Sie haben es geschafft, vom Q4 2020 die Schulden zu heute von 25 auf 18 Milliarden zu senken. Das ist sehr gut. Interessant ist aber, dass das EBITDA im gleichen Zeitraum auch gesunken ist, ist die Gross Leverage Ratio von 3,7 auf 3,4 gesunken, gar nicht so stark. Ist natürlich logisch, wenn mein EBITDA oder mein Gewinn sinkt und meine Schulden im gleichen Maße sinken, dann gebe ich zwar das ganze Cash für die Schuldenreduzierung aus, aber als Ratio habe ich dort immer noch das gleiche Verhältnis, was natürlich nicht gut ist. Schauen wir auf den Outlook. Sie prognostizieren 2,5 Milliarden Free Cashflow fürs Geschäftsjahr. Das ist das, worauf ich gucke. Das sind 18% zur Market Cap und das ist wirklich gut aus meiner Sicht, sehr gut. Wenn jetzt hier sie es noch schaffen,
dass das Umsatzwachstum zurückkommt, dass sie ein kleines Umsatzwachstum generieren können von 3 bis 5% pro Jahr, dann denke ich, dass hier der Aktienkurs wirklich sich noch sehr gut entwickelt. Was mir gar nicht gefällt, sind die Adjusted Net Earnings, was sie dort machen. Sie berichten hier nach US GAAP, was ja viele Unternehmen machen, und jedes Unternehmen hat das Recht, Adjusted Net Earnings herauszugeben. Also es gibt quasi einen Gewinn nach US GAAP und es gibt einen Gewinn Adjusted mit Anpassungen, den jedes Unternehmen machen kann. Bloß, wenn der Unterschied zu groß ist und das regelmäßig reported wird, ist es aus meiner Sicht nicht sehr gut den Shareholdern gegenüber, und das Management versucht sich dort Sachen schön zu rechnen. Wir haben also eigentlich 489 Millionen US GAAP Net Earnings im ersten Halbjahr, und das Viatris Management weist sich aber selber 1,8 Milliarden aus. Wir können ja bei A und B sehen, was hier für Anpassungen drin sind. Das hat einmal mit dem Merger zu tun, dann mit Deinvestitionen, mit Akquisitionen. Alles Sachen, die hier mehr oder weniger regelmäßig stattfinden. Und wir können auch sehen, im ersten Halbjahr 2022 war es das gleiche Thema. Da haben sie nach US GAAP 713 Millionen gemacht, haben sich selber 2,2 Milliarden ausgewiesen. Das finde ich wirklich nicht sehr gut, und das ist für mich hier noch negativ bei Viatris zu nennen. Also, wie gesagt, schaut in die Videobeschreibung, vielleicht sind interessante Links dabei. Abonniert den Kanal, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal.